Das erste Prinzip, das absolut essentiell ist, bedeutet schriftlich Aufgaben festlegen. Aufschreiben oder heute in unserer digitalen Zeit und Welt von mir aus auch digital erfassen. Ich persönlich finde immer noch, dass das Schreiben mit der Hand stärkere, größere Kraft hat als das digitale Erfassen. Ich mache aber beides. Ja, ich schreibe Dinge auf und ich habe auch so einen digitalen Kalender, wo ich auch Dinge aufschreibe. Ich habe so eine Mischung. Aber das ist meine persönliche Sache, das muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist die Schriftlichkeit. Ja? Kein Mensch, der produktiv ist, auf Dauer produktiv ist, Sie werden keinen Menschen auf diesem Planeten finden, der es schafft ohne ein Prinzip der Schriftlichkeit. Im Gegenteil, Sie werden das Prinzip der Schriftlichkeit immer bei Menschen finden, die hochgradig produktiv sind. Ja, das Prinzip der Schriftlichkeit ist essentiell. Das kriegen Sie nicht raus. Ja. Gut, wenn man viele Zettel macht, ist auch wieder eine persönliche, individuelle Sache. Man sagt ja auch, man kann sich auch verzetteln. Ja? Also manchmal ist es natürlich sinnvoll, eine Datei zu haben, wo man alles festhält. Sonst hat man wieder viele Zettel, die dann auch wieder kirre machen können. Ja? Aber wie gesagt, das ist individuell. Aber Dinge aufschreiben, manchmal ist es ja auch sinnvoll, schnell zu notieren, weil es halt nicht anders geht, weil am Telefon jemand was sagt und man muss das schnell notieren. Aber wenn man es aufschreibt, dann hat man es gebannt. Aufschreiben ist ein magischer Akt. Ja? Das ist Zauberei. Ja? Etwas, was vorher diffus war, wird körperlich manifestiert und damit kommt es der Materialisation einen großen Schritt näher. Ja? Das ist der erste Schritt, dass es wirklich in der Materie auch umgesetzt wird. Wir materialisieren es. Ja, das, was wir vorher geistig haben, bringen wir in die Materie. Das ist der magische Akt des Aufschreibens. Das ist das erste essentielle Prinzip. Das zweite essentielle Prinzip ist, heute für morgen planen. Heute für morgen planen bedeutet, dass wir am Ende des Tages aufschreiben, was am nächsten Tag zu tun ist. Das ist Ausrichtung. Unser Bewusstsein neigt dazu, herumzuspringen, unausgerichtet zu sein. Das ist auch eines der Dinge, die man in der Schule nicht lernt. Oder vielleicht nebenbei zu fokussieren auf eine Sache. Die Zahl der Ablenkungen ist gigantisch in der heutigen Zeit. Ja, wenn man sich ablenken lassen will, dann hat man unendlich viele Möglichkeiten, das zu tun. Ja, nicht nur 135 Fernsehkanäle, sondern im Internet alles Mögliche. Man kann alle möglichen Leute anrufen oder sich anrufen lassen. Und Ablenkung ist genug da. Fokussierung ist heute die Essenz. Ja, wenn man erfolgreich sein will, wenn man produktiv sein will, muss man fokussieren. Wie fokussiert man? Indem man am Ende des Tages spätestens für den nächsten Tag plant. Dann weiß man nämlich am nächsten Tag, wenn man sitzt oder steht, je nachdem, wie man seine Arbeit macht, was zu tun ist. Sonst sitzt man nämlich da und sagt, was machst du eigentlich hier? Draußen ist das Wetter so schön. Du könntest jetzt auch schwimmen gehen, spazieren gehen oder Eis essen. Och, wäre das schön, Eis zu essen. Und schon sind wir weg mit unserer Ausrichtung, mit unserem Bewusstsein. Ja? Also heute für morgen planen. Und fast wie ein Wunder stellt sich unser Bewusstsein darauf ein. Ja? Das heißt, wenn wir am Vorabend planen für den nächsten Tag, sind wir am nächsten Tag in gewisser Weise fokussiert. Und auf Dauer ist das der bessere Weg. Ja, es ist besser, produktiv und effizient 2-3 Stunden zu arbeiten und dann den Rest des Tages frei zu machen, als 7 oder 8 Stunden unausgerichtet rumzueiern. Ja, das ist so. Ja. Man hat dann im Endeffekt mehr Zeit für seine Familie und andere Dinge, die im Leben auch wichtig sind. Ja, was für seinen Körper zu tun, vielleicht ein bisschen Sport zu tun, solche Dinge. Ist ja auch sehr wichtig. Ja, was für Erholung zu tun, Freizeit, Kultur, ja, diese ganzen Dinge, die ein Leben ganzheitlich machen und lebenswert machen, sind ja auch sehr wichtig. Wenn man produktiv ist, wenn man fokussiert ist.
2 Stunden produktive Arbeit, da kann man mehr schaffen als manche Leute in 7 oder 8 Stunden, wo sie eigentlich nur präsent waren. Und das ist der nächste Punkt, persönlichen Biorhythmus beachten. Den persönlichen Biorhythmus beachten. Was Sie dort sehen in Ihren Unterlagen, ist eine typische, normaltypische Biorhythmuskurve, die für Sie gelten kann, aber nicht muss. Was sagt diese normale Biorhythmuskurve? Schauen Sie bitte auf die Achsenbezeichnungen. Erst auf die Achsenbezeichnung, dann auf das Bild. Nicht umgekehrt. Also was sehen wir? Wir sehen einen Tagesablauf, die Zeitschiene an der Abszisse, und wir sehen unsere Leistung an der Ordinate. Und wenn wir das so verbalisieren, was wir hier in Grafikform visualisiert sehen, können wir sagen, wir haben am Vormittag einen starken Leistungszuwachs, wir fallen nach Mittag in ein Loch und haben abends nochmal ein Zwischenhoch, das weniger hoch ist als am Vormittag. Das heißt, die meisten Menschen sind vormittags produktiver als nachmittags. Aber das Allerentscheidendste ist ganz rechts. Den stärksten Leistungszuwachs haben wir ab 4 Uhr morgens. Morgenstund hat Gold im Mund. Die beste Zeit zum Lernen ist ab 4 Uhr morgens. Ja, das ist jetzt eine harte Wahrheit. Ne? Die beste Zeit für konzentrierte, produktive Arbeit ist ab 4 Uhr morgens. Ja? Viele dieser Unterlagen sind nicht ab 4, aber ab 4:30 morgens entstanden. Ich habe über viele Monate saß ich 4:30 morgens am Schreibtisch. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wunderbar, wenn man das schafft. Ja, wenn man das schafft, um 4:30 da zu sitzen. Wenn man da sitzt, hat man gewonnen. Ja, da hinzukommen, das ist das Problem. Aus dem warmen Bett da hinzukommen, das ist das Problem. Aber wenn man da sitzt, dann ist es wunderbar. Keine Anrufe, keine Störungen. Ruhe. Ja. Draußen erwacht der Tag so langsam, die Sonne geht auf, die Vögel fangen an zu zwitschern und das Leben erwacht so langsam und man weiß, dass jetzt nur ein paar Menschen auch aktiv sind. Ja. Ein paar Menschen sind jetzt auch wach und produktiv. Und wenn die Masse kommt, ja, wenn die Masse dann anfängt mit ihrem Arbeitstag, dann hat man so unendlich viel schon geschafft. Ja, Sie können, wenn Sie um 4:30 anfangen und Sie hören irgendwann um 7:30 oder 8 Uhr auf, wenn die meisten erst anfangen mit ihrer Arbeit, können Sie für den Rest des Tages ins Schwimmbad gehen. In diesen 3 Stunden oder 3,5 Stunden kann man produktiver sein als der Rest der Bevölkerung von 8 Uhr bis 6 Uhr abends oder was immer. Ja, das geht. Das geht. Nicht, dass ich das jeden Tag mache. Ja, aber es geht. Und es ist eine wunderschöne Sache. Ich habe auch die Freiheit dafür. Das stimmt. Das stimmt. Ich stehe zwar um 5 Uhr auf, aber um 6:30 auch dienstlich dort zu sein, dann bin ich einfach.